Also, der Daumen geht nach oben. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg. Finale Bundesliga-Serie 2017-2018. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, jetzt haben wir ein spannendes Rennen. Zwei besondere Herausforderungen gab es bei diesem fünften Lauf der Crosslaufserie 2017-18 in Stockach. Da war zunächst einmal die Laufstrecke selbst. Nie zuvor gab es ein Rennen auf diesen Wiesen und Wegen. Heute war die Strecke einfach vom Reiz her komplett neu. Wir haben vom Organisationsteam einfach einen neuen Kurs machen wollen. Es ist eine reine Wiesenstrecke, also ein reiner Crosslauf. Und das hat die Strecke so reizvoll gemacht, auch für die Teilnehmer, weil sie wollten unbedingt diese neue Strecke laufen. Und das waren fürwahr viele, nämlich 77 Kinder und Jugendliche mit reduzierter Streckenlänge und 93 Erwachsene im Hauptlauf. Vier Laufrunden zu je 1,5 Kilometer stellten eine schöne Herausforderung dar. Nicht nur der neuen Strecke wegen. Gefühlte 17, objektive 8 Minusgrade bei starken Ostwindböen, das war bedeutsam. Also zum einen muss man richtig angezogen sein, nicht zu warm, aber halt auch nicht zu frisch. Dann der Boden ist steinhart, man muss extrem aufpassen, dass man nicht stolpert, gerade weil es so uneben ist und so. Dann auch die Atmung. Weil, also bei mir geht's noch, aber manchmal ist halt auch, dass man bei Kälte einfach extreme Probleme bekommt und nicht so gut Luft holen kann. Und ja, also bei mir frieren die Finger auch immer total schnell ab. Aber das ist, ja, passiert halt. Für viele der Hauptlaufteilnehmer war dies das letzte und fünfte Rennen der Serie am westlichen Bodensee. In Radolfzell, auf der Insel Reichenau und in Konstanz, da ist man sich schon zuvor begegnet. Auch an diesem Tag des 26. Februar 2018 war voraussehbar, wer gewinnen wird. Florian Röser vom TV Konstanz belegte Rang 1 in 19 Minuten. Jens Ziganke vom SV Reichenau kam 19 Sekunden später ins Ziel. Und weitere 30 Sekunden später Benedikt Hoffmann von der TSG Heilbronn.